Willkommen zu einem neuen Video von Tinsel 2. Und wie vielleicht wisst, hat Rocks am 27.02. das offizielle Release-Datum von dem Patch 1.11 rausgebracht. Das Release-Datum ist am 4.03. und ja, das Update heißt Business Update. Und jetzt werde ich euch ein paar Dinge erzählen, was neu ist. Als erstes kommen wir zu den Autos. Es wird 3 neue Autos geben, und zwar den Albani Alpha, den Cajester und Grotti Turismo R. Also links seht ihr den Albani Alpha und rechts den Grotti Turismo R. Der sieht meiner Meinung nach aus wie der Cheetah und der wird wahrscheinlich einen Haufen Geld kosten. Als nächstes werden die Waffen dran. Links seht ihr die Heavy Pistol und rechts seht ihr den Spezialkarabiner. Sieht so aus wie eine Militärwaffe und links seht ihr eine Waffe, die sieht aus wie der Desert Eagle. Die Waffe rechts sieht meiner Meinung nach erinnert mich noch an COD. Es wird auch ein neues Flugzeug geben, das heißt Vestra. Und ich liebe ja zu fliegen, also würde ich mich sehr freuen, wenn das Auto bald erhältlich ist. Das Flugzeug bald erhältlich ist und das würde ich mir auch irgendwie gerade holen. So, bis am Sonntag, den 2.3.2014, wird noch der Albany Roosevelt und die neue Waffe erhältlich sein und der Red Loader dann nicht mehr. Und ja, ich würde euch raten, die jetzt zu kaufen und ja, das finde ich ziemlich blöd. Aber man kann es ja nicht ändern. Und ja, es wird auch neue Kleidungsstücke und Westen geben. So Leute, wenn euch das Video gefallen hat, gebt doch einen Daumen hoch und ja, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao. Ja, und seit einer Woche keine Videos mehr, verdammt scheiße. Und ja, das hat alles seinen Grund, weil ich hatte nicht so richtig Bock und ich werde am Freitag ein Video machen, aber